I be that young rapping dude, might just trap with you. Coming with the thunder, baby, might just clap it through. I roll out. Hallo und herzlich willkommen zu einem OMSI-Tutorial. Jemand hatte einen Wunsch, und zwar sollte ich hier für das X10-Addon, für den Doppeldecker, nochmal erklären, wie man denn das Ibis hier nutzt. Und zwar müssen wir zuerst mal die Elektrik einschalten. So, wie man sieht, hat die Matrix natürlich noch nichts geschildert. Und zwar drückt man dann auf RBL und dann gibt man Linie ein und halt den Rest. Und zwar zum Beispiel, eigentlich müsste, also das könnte jetzt hier oben dran stehen, tut es aber nicht. Ich hoffe, ich hatte auch die X10-Hofdatei drin, ne? Dann 115, wir chillen jetzt einfach mal die Linie 115. Dann 00, 00 und hinten kommt jetzt halt die Route, oder würde die Route kommen. Wir nehmen jetzt mal 001 und drücken auf Ausgabe. Zielen 32, das wäre Spanische Allee. Jetzt gucken wir einfach mal, was das wäre. Jetzt steht hier noch Betriebsfahrt dran. So, wenn man dann möchte, dass der Bus dann auch das richtige Ziel anzeigt, muss man erst einmal quittieren drücken. Dann kommt schon mal hier drin das Ganze. Und wenn man dann zweimal quittieren drückt, ist man praktisch bei der Starthaltestelle angefangen und das Ibis zählt die Haltestellen ab dort mit. So, U-Bahnhof Fährberliner Platz wäre jetzt allerdings nicht das richtige Ziel. Dann gehen wir wieder hier drauf und sagen 115 00 002 zum Beispiel. So, Ziel 103. Das zeigt an, dass wir am Fährberliner Platz wären. Dann quittieren wir nochmal. Wieso sind wir jetzt zu weit weg? Dann fahren wir zum Beispiel zur Spanischen Allee, Potsdamer Chaussee. So. Soweit, so gut. Was ich noch kurz machen möchte, die 115 fährt ja eigentlich zur Neuruppiner Straße. Und das wollen wir jetzt auch einfach mal kurz schildern. Einfach mal schnell. So, Ziel 76 dürfte richtig sein. Zweimal quittiert. Das zweimal quittieren ist übrigens sehr wichtig. Ansonsten habt ihr nachher Probleme mit den Stationen. Und wie ich sehe, habe ich gerade Probleme mit dem Schildern. Achso, ja, wenn ihr das hier eingebt. So, jetzt quittieren wir einfach mal. Mal gucken. So, dann kommt Betriebsfahrt. Genau, dann zeigt er nichts mehr an. So, jetzt wollte ich noch mal kurz das machen, was ich gerade gesagt hatte. Gucken, zeigt er jetzt was an oder nicht? Nope. Na gut, ist mir jetzt auch egal. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel X10 schildern wollt, dann müsst ihr hier die 10 eingeben für die X10 und hier dann jetzt 3636 steht dafür, dass dann vorne das X angezeigt wird. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass es funktioniert. Dürfte es zumindest. 110. Herzallee. So. Genau. Dann zeigt der X10 vorne an. Wenn ihr jetzt ein N schildern wollt, für N10 zum Beispiel, dann gibt ihr ein. Wieder die 10. Und dann, ich glaube, 24 dürfte das N sein, wenn mich nicht alles täuscht. Mal gucken. Achso, ich habe vergessen, nochmal Ausgabe zu drücken. So, jetzt. Oh, okay, das war falsch. Das war jetzt ein S. Oh, hups. Ja gut, das wäre jetzt die Linie S10, das ist falsch.
Ja, jetzt wäre gut, wenn man das wüsste. Na gut, nee, ist jetzt auch mehr egal. So. Jetzt will ich nochmal aus Protest ausprobieren, ob das jetzt wieder mit der 115 klappt. So, quittieren. Komm schon. So. Ja. So. Und eigentlich ist es so, dass ihr... Also, ich werfe jetzt einfach mal den Motor. So. Wir fahren jetzt mal ohne Lenkrad, weil das wäre jetzt zu laut. Achso, ich müsste vielleicht erstmal den Vorwärtsgang reinmachen. So. Wir sagen jetzt tatsächlich mal, wir wollen Linie 115. Diese hier. Dann sagen wir erstmal so. So. Jetzt dürfte der eigentlich erstmal schildern Betriebsfahrt. Das ist richtig. So, und dann geht es jetzt erstmal Richtung Starthaltestelle eigentlich. Mit etwas Laggy eigentlich, weil, also ja, es ist hier ein bisschen aufwendig. Von der Performance her. Wie man sieht, da hüpfen wir auch schon. Es ist nämlich wunderschön, wenn wir einen Jumping Sass haben. Da hüpfen wir Richtung Ausgang. Das ist mir jetzt aber zu viel. So, wir haben ja keinen Fahrplan ausgewählt, daher geht das Ganze gerade noch. Jetzt sieht das Ganze schon viel freundlicher mit der Performance aus. Na gut, so freundlich jetzt auch nicht, aber es ist auf jeden Fall schon mal besser geworden. Ja. So, dann versuche ich auch halbwegs in Ordnung zu fahren. Ach übrigens, das gucke ich gleich mal nach. Der Bus dürfte einen Seitenschildhalter haben. Das ist ja in Berlin so, dass die ganzen Busse Seitenschilder haben. Ach nee, oder? Tatsächlich der Motor ausgegangen. Oh, das wird mir jetzt aber hier zu blöd. Oh, also so hatte ich mir das jetzt nicht vorgestellt gehabt. Obwohl, geht's nicht. Ich finde, das schon noch ziemlich leckt. Ich mach mal kurz was, damit es hier ein bisschen besser wird. Also ein kleines bisschen besser ist ja schon, ne? So, Blinker setzen und dann gucke ich mal, was ich noch so in den Grafikeinstellungen verbessern kann. Achso, na gut, das könnte man runterschrauben, aber ich habe es ja jetzt eh nicht aktiviert. Na gut, wir lassen es erstmal so. Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ich fahre jetzt einfach nur zur Starthaltestelle, damit ich mal zeigen kann, wie das jetzt funktioniert mit dem Iris und dass er dann auch automatisch die Linie weiterschaltet. So, ich suche nur mal kurz. Ich dachte, der hätte hier Dings drin, ein Seitenschild. Ja, da haben wir eins. Und wenn wir hier gleich einen Fahrplan reinmachen, das machen wir auch gleich einfach mal. Dann kann ich das auch gleich mal demonstrieren.
hat ja schon mal gar nicht so schlecht funktioniert. Das war gar nicht so schlecht, würde ich sagen. So, und jetzt versuche ich hier langsam mal an die Haltestelle ranzufahren. Ja, so viel zu langsam. So, einfach mal aufmachen. So, wir sind jetzt an der Starthaltestelle angekommen. 18:55 ist der nächste, der fährt. So, wir haben jetzt einfach mal einen Fahrplan aktiviert. So, jetzt um das Ganze jetzt einfach mal kurz zeigen mit dem Seitenschild. Wenn ich es denn hinbekomme. Ach komm schon, denn eigentlich müsste der hier doch jetzt ein Seitenschild reinhängen. Warum funktioniert denn das jetzt nicht? Nee, also das ist ja jetzt ein bisschen blöd. Na gut, also das funktioniert dann jetzt nicht. Schade eigentlich. So, wenn wir jetzt an der Starthaltestelle angekommen sind, können wir erstmal quittieren. Dann zeigt er schon mal das Ziel an. Okay, na gut, so gesehen sind wir doch, können wir doch noch nicht mehr machen. Den fahren wir jetzt nämlich erstmal vor. Achso. Okay, stellen wir noch die Uhrzeit ein bisschen vor. So, 18:55 hatte ich gesagt. Rein. So gesehen. Naja. So, und dann quittieren wir nochmal. Jetzt sind wir nämlich angekommen. So. Mehr gibt's hier auch nicht. So, jetzt hat's ist geladen oder es lädt gerade. Jetzt dürfte es auch eigentlich die nächste Station ansagen. Sofern die Ansage vorhanden ist. Also, warum das jetzt nicht funktioniert? Vorne hier. Mansfelder Straße. U-Bahnhof Färbeliner Platz. Ja, wie ihr seht, ich habe hier auch ein paar Originalansagen drin oder eigentlich alle Originalansagen. Allerdings, wo jetzt die Mansfelder Straße abgeblieben ist, weiß ich nicht. Guck ich einfach mal kurz nach. Mal. Ja, ihr seht das hier jetzt, ist nicht ganz so schlimm. Ich beeile mich. Um die zwei. Das war unter Vehicles. X10 haben wir hier. Mansfelder. Mach nur haben wir, aber keine Mansfelder mehr. Schade. Na gut, dann müssen wir jetzt ohne die erstmal rauskommen. Muss dann sehen, wie ich die nochmal kriege. So. Erstmal warten wir. Oh. Ach, wird eh gleich grün. So. Ah ja, da haben wir es schon. So, ist die Frau jetzt weg? Ja. So, dann ziehen wir hier mal rüber. Wir müssen jetzt links abbiegen. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal ein kleines Stückchen mit. Einfach bloß, weil ich gerade Lust bekommen habe, hier lang zu fahren.
Habt ihr irgendwas? Einfach mal gucken. Nope. Ach, kann ich bloß was von da kommen oder von da, also von daher. So, und wie ihr gleich sehen werdet, das Ibis ist die ganze Zeit auch mit der Türsteuerung verbunden. Guten Abend. So, wir lassen die jetzt einfach einsteigen. So, da hat schon der erste den Lieblingsplatz gegriffen. Guten Abend. Abend. Fahrkartenverkauf dürfte ich nicht drin haben. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal zwei Stationen bis, ich glaube, bis Bahnhof Schön. Und zur Landdamm dürfte dann kommen, hoffe ich zumindest, dass ich jetzt richtig liege damit. Wenn ich mich verpackt. So, und wie ihr jetzt sehen werdet, die Tür geht zu und das Ibis rechnet das mit. Also, das Ibis weiß jetzt, der Typ ist jetzt an der Station losgefahren oder hat jetzt zumindest die Türen geschlossen und fährt jetzt los. Ich muss gleich eine Station weiterschalten. Und ich denke mal, das ist auch hier mit dem Tachometer verbunden und weiß da ja ungefähr, wo die das hat. Hoffmann von Fallesleben Platz. Okay, die war aufgenommen, die Ansage. Das hat man auch gehört. Ist ja nicht ganz so schlimm. Können Sie die Heizung bitte anmachen? So, da werde ich weit fahren machen, weil das jetzt erstmal nicht. So, das Ibis rechnet auch wieder mit. Und gleich wird die Station vorgeschalten. Jetzt hier so im Arsch ist, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Finde ich etwas schade. S-Bahnhof Hohenzollerndamm. Ah. Keine gute Idee, jetzt noch weiter mitzufahren. Okay, also. Dann machen wir es jetzt mal einfach. So. Dann stellen wir jetzt einfach mal hier ab. So. Performance ist wieder da. Yeah. Genau. So. Das könnten wir jetzt... So. Friedrichsruher Straße. Einfach mal kurz um die Stütz. Okay, das hat man jetzt nicht gehört. Naja. Also. Ich hoffe, das kurze Tutorial hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr ja ein Like da geben. Und um es von vornherein zu sozusagen, die Ansagen darf ich nicht weitergeben. Das ist privat. Also bitte keine Anfragen stellen. Und ja, ich hoffe, ich habe euch damit geholfen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem X10 Addon. Und bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.